Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer weiteren tollen Folge Escanon Online. Wir sehen, das ist ein bisschen üblich, dieser Anfang hier. Ich habe ein bisschen rumprobiert, ein bisschen rumgeschaut und möchte das Format hier ein bisschen ändern, weil ich persönlich denke, dass da ein bisschen frische neue Luft notwendig ist. Und deswegen schneide ich das inzwischen ein bisschen mehr zusammen. Bei einer Formatänderung ist Feedback mega wichtig. Also, wenn ihr das seht, schreibt mir bitte, ob ihr das besser findet oder schlechter. Und wenn schlechter, warum oder was ihr verbessern würdet, das hilft mir enorm. Und natürlich auch liken und subscriben, ne? Danke. Nee, ich scherze. Aber legen wir jetzt erstmal los. Der letzte Part hat ja damit aufgehört, dass Fay, Gretchen, Mercer und Garm losgezogen sind, um etwas zu erkunden. Ja? Oder die haben halt den Auftrag bekommen, hey, schaut mal, was da so geht. Und waren unterwegs und haben unten unter dieser Klippe ein Lager gefunden, was ganz interessant war. Und in diesem Lager haben sie noch ein paar andere Dinge gefunden. Gucken wir mal, was hier so geht. Wir haben gerade ein Amethysten-Silberstück und ein Pfeil oder Pfeile gefunden. Oder besser gesagt, Fay hat es gefunden, wir nicht. Und wir sind hier in einem Lager von anscheinend Banditen, was vorher mit Goblins waren. Sehr spaßig. Lass doch mal das Lager genau untersuchen. Vermutlich haben sie dies einfach nur hier versteckt. Ich glaube nämlich nicht, dass sie sonst einen Holzpfad gebaut hätten. Schauen wir noch mal drüben im Lager nach. Sucht nach irgendwelchen Zeugs, was uns sagen könnte, was die Leute hier ihr Lager aufgeschlagen haben könnten. Vielleicht schreite direkt voraus. So, hau mal die Goblins ab. Mich wundert, dass sie den Edelstein und das Silber nicht gefunden haben. Der kleine Drecksack hat er eben bei sich. Nur nicht den Kopf verlieren. Ein Streicher und die gesamte Bande. Dies ist eure letzte Warnung. Seit so langer Zeit habt ihr euch in unser Revier eingemischt. Unsere Geschäfte gestört und unsere Geduld auf die Probe gestellt. Wir haben bisher Nachsicht geübt. Aber das ist nun vorbei. Ihr wisst, wer wir sind und was wir können. Ihr wisst auch, dass wir nicht zögern, drastische Maßnahmen zu ergreifen, wenn es notwendig ist. Ab sofort gibt es keine Verhandlungen mehr, keine Presse und keine zweite Chance. Um unsere Entschlossenheit zu verdeutlichen, haben wir euren Mann Gunther gefangen genommen. Ist unsere Gewalt, seine Zukunft hängt nur davon ab, nur noch von eurer nächsten Entscheidung ab. Wenn ihr klug seid, verschwindet ihr von Escalon und lasst euch nie wieder blicken. Andersfalls wird Gunther die ersten Konsequenzen zu spüren bekommen. Und wir garantieren, dass es äußerst unangenehm sein wird. Dies ist keine leere Drohung, sondern ein Versprechen. Berjunga und seine Männer sind bereit, euch zu zeigen, was es bedeutet, sich mit uns anzulegen. Gunther ist nun der Anfang. Entweder ihr zieht sofort zurück oder ihr werdet es bereuen, dass ihr es herausgefunden habt. Das ist eure letzte Chance. Heißt, die Kerle des Lagers wir verlassen oder haben oder verlassen wurden. Gretchen, sagt ihr Berjunga was? Das war das Versteck von diesem Streicher. Oh, der Flucht vor seinem alten Leben hat Rona Zufluss auf den Selbstkalender bekommen. Rona, herzlich willkommen. Das waren ja tatsächlich irgendwelche Banditen. Der Verrückte. Hä, Digga, warum? Und du? Du Verrückter. Kein Plan, Digga. Ist sie da einfach runtergesprungen? Safe nicht, oder? Die ist einfach übers Brett gesprungen. Alter, Gretchen kennt einfach keinen Fallschaden. Das ist ihr einfach nicht bekannt. Was gefunden. Ist das ein Stück Holz oder ein... Ja, das ist ein Stück Holz. Ich dachte kurz, wäre so ein kleines Schweinchen, was hier zerblutet wurde.
Nicht wirklich. Streicher. Das ist eine tote Ziege, ernsthaft. Okay. Der nimmt das ein und klettert hoch. Was mit der Leiter? Geh mal wieder hoch. Das hier selbst ich mit 360p und kann nicht mal einen Chat lesen mit der Quali. Junge, das ist richtig ready sein. Alles zwar stabil aus, aber der oberen Plattform liegt ebenfalls mal aufstellen könnte. Ja, Leute, jetzt habe ich ein Problem, ne? Warte, komme ich vielleicht auch so hoch? Oh fuck. Vielleicht nicht. Okay. Jetzt nur nicht sterben. Und hier irgendwie runter. Okay, alles gut. Uff. Dunkel, keine Heldentaten. Ja, das ist ein Seil. Ja. Oh, und dann haben sie Mercer Bericht erstattet. Fell würde kurz zu Gretchen schauen, ob sie Worte greift. Sie immer nur noch nutzen können, zu fesseln oder so. Ja, kann man doch immer noch nutzen. Man kann sie aber wieder zusammenbinden, wenn man will. Ist ja keine Kunst. Wenn Mercer sagt, schneid das Scheißei durch, dann wird das Scheißei durchgeschnitten. Ganz einfach. Boah, Leute, wir sind schon wieder fast 5 Stunden live, ne? Digga, Alter, ist schon fast 1 Uhr morgens. Junge, wie ist die Zeit verflogen? Was ist passiert? Boah, hat einfach übertrieben Bock gemacht wieder. Ich wollte auch einfach nicht aufhören, ne? Hui. Naja, das ist mal ein Kippchen und Energy, dann geht's weiter. Robby hört nicht auf zu gamen. Ja, komm, hey, dann machen wir doch mal Holzfällerei. Rein da. Wollen wir auch noch ein Energy? Und dann ist gut. Nein, ich glaube eher nicht, Digga. Oder doch? Weiß ich nicht. Slash-Suchtfaktor. Also, das Lager unten war nicht mehr bewohnt. Schien eher so, als sei man dort schnell abgehauen. An der Wand entlang waren Bretter hingelegt worden und da waren eine Menge Kisten. Bisschen Kleinkram wurde da noch gefunden. Auch ein Silberstück. Entweder war es Diebesgut oder ein Ban oder diese Banditen haben auch Ausgrabungen gemacht. Bei dem Goblin wurde noch ein Zettel gefunden. Tipp mal ein. Okay. Was? Wir sind fast 100 Stunden dabei? Nicht schlecht. Ich dachte nicht, dass es so viele sind. Ich dachte, es sind so 50 Stunden, 60 Stunden oder so. Wir haben zusätzlich 2 Schädel und Knochen gefunden. Ich hab dich überholt, Faye. Was hast du getan, Digga? Oh mein Gott. Klug wurde groß geschrieben. Anscheinend ein ungebildeter Wilder. Die Überreste waren menschlich. 103 Stunden. So geht das nicht. So geht das nicht. Wir müssen Robby überholen, Leute. Wir müssen Robby überholen. Du kannst es gerne offline gehen, ne? Und dann. Nein, das war krass. Schön, dass du so viel Spaß und Bock hast. Und so viel zockst. Das ist doch cool. Für die Fans noch 7 Stunden für 12 Stunden Stream, Digga. Boah, ich würde gerne wissen, wie lange ich on war. War schließlich. War es über ein Jahr lang. Jeden Tag on.
Ja, lauf dich doch kurz ein und guck mal nach. Wir gehen von einem anderen Banditenband aus. Bei Junga ist der Mann mit der Feder abgerutscht. Schmunzelt kurz. Also Taeyeon schmunzelt kurz. Tja, wie ärgerlich. Er klappt dabei den Zettel zusammen. Mach ich vielleicht, wenn keiner on ist. Ja, mach mal. Ich logge mich manchmal um 8 Uhr morgens ein und dann, wenn ich ein Outro aufnehmen will. Bei jeder neuen Rüstung gibt es ein neues Outro. Naja, fast. Bei jeder Beförderung quasi. Dass diese Nachricht nicht gut für uns war, aber wer auch immer sie enthalten sollte, dieser Stricher, wie es scheint, wird dies wohl nie tun. Mit Glück vernichten diese Banden sich gegenseitig. Ja, genau das war mein Gedanke tatsächlich. Aber das sage ich jetzt natürlich nicht. Ich kann mich bei den Namen Streicher Dunkel entsinnen. Gretchen nickt kurz. Ich würde das Lager darunter auch erstmal stehen lassen. Vielleicht wird es bald wieder bewohnt. Ja, von Goblins. Hast ja nur drei Rüstungen gehabt? Ja. Also es gab halt die eine Plebeier Garm, guckt so traurig nach draußen. Outro. Und dann gibt es jetzt Garm, ist Aspirant und trainiert auf dem Hof der Inquisition in der Vulkanfeste Outro. Und wenn Garm jemals Rekrut wird, dann lasse ich mir was anderes einfallen lassen. Ich sage nur, damit ich auf YouTube halt diese Verlinkung nochmal angeben kann. Das heißt, es soll gar nicht inhaltlich sein, sondern das soll einfach nur so ein Überbrückungsding sein für Playlist, fürs Abonnieren, für ein zufälliges Video, was YouTube für euch aussucht. Richtig, wir wissen nun, wo es ist. Und damit sollte es erstmal gut sein. Gute Arbeit, Truppe. Blick von Garm, einmal Bisterion durch die Gesichter. Hervorragende Leistung. Auch die Durchsuchung der Verdächtigen in der Festung. Vielen Dank, Herr Führer. Pfennig merkt dazu und lächelt warm, als sie gelobt wird. Taeyeon Streicher war ein Anführer, glaubt von den Banditen, die mal Stadtwache bei der Eisenmine aufgemischt hat. Starke Banditen. Wenn die einen Feind haben, der ihnen gefährlich sein kann, hört sich das auch für uns nach Gefahr an. Vielen Dank, Herr Führer. Macht alle so weiter und auf diese Weise sind wir schon unserem Ziel so nah wie nie zuvor. So nah wie nie zuvor, Digga. Als das Ganze dann passiert ist und dieses kleine Abenteuer vorbei war, ist Garm nochmal losgezogen und hat mit Gretchen gesprochen und hat sie gefragt: Hey, pass auf, wie sieht's aus mit der Stimme? Können wir da was machen? Kannst du für mich stimmen oder so? Das wäre relativ cool. Und sie sagte dann sowas wie: Ja, Bruder, pass auf. Na dann schieß mal los. Ich wollte erstmal formulieren, eure Stimme würde mir viel bedeuten, aber das wäre nicht so passend zu Garm. Ihm bedeutet nicht viel etwas. Es wäre einfach nur eine Lüge. Aber wichtig ist sie. Verstehe schon. Also, irgendwas erledigt haben, brauche ich gerade nicht. Solche Aufgaben sind ohnehin irgendwie nicht sehr aussagekräftig. Ja, hat sie recht? Ja, wobei, die sagen halt aus. Gebt ihr einen Huso eine Arbeit und der macht das auch. Aber wenn das nicht das wichtigste Kriterium ist, dann wahrscheinlich anderes.
Ich finde den Hexenkopf immer noch klasse. Übrigens. Richtig. Look at this boy. Richtig. Wie werde ich oberster Heerführer? Das ist natürlich eine Anspielung an Gothic 2, ja. Wie werde ich oberster Feuermagier? Ist eine Line, die der Held einfach ballert. Keine Ahnung, ob du es mal gehört oder mitbekommen hast, aber ich kümmere mich um Speerausflüge und so ein Kram. Ich hatte schon länger von der Speereinheit auf die Beine zu stellen, aber irgendwie hatte da kaum einer Lust drauf. Ey, eine Speereinheit wäre übel geil, weil ich möchte mit Garm sowieso Armbrust lernen, das wäre der perfekte Skill dafür. Da hätte ich Bock drauf. So, auch gameplay-technisch würde ich gerne vorrennen für die Videos, wisst ihr, und schon mal die Gefahren checken. Ist doch nice. Was muss ich tun, um meine Rüstung wieder eine zu bekommen? Ja, das sagt der Held auch. Wo sagt er das nochmal? Sagt er das zu Torus vielleicht? Deswegen erwarte ich von einem Rekruten immerhin, dass er als Speerersatz mich begleiten kann. Okay. Er sagt es zu Lothar. Ah. Herr Junge, ein Speer-Adventure mit Gretchen, ich hab Bock. Als Plepp. Matt, hey Matt, Mann! hey Oh Mann, nein. du hast mich geschlagen. Was sollte das? Hero, ich schlag dich gleich nochmal. Ich steh auf Schlagen. Matt, hey, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Das ist der Dialog, der dich befreit von Mats Anhänglichkeit. Aber wisst ihr, ohne Scheiß, Matt ist eigentlich auch ein netter. Er ist zwar nervig as fuck, aber er ist eigentlich ein richtig netter, freundlicher Dude. Oh Gott. Soll heißen, du sollst mich als zweiter Speer begleiten können. Nachrichten an die Haupttruppe weiterleiten, mir den Rücken frei halten, einigen ganzen Zeug. Was mit der Aufgabe ein wenig erleichtert und sicherer macht, weißt du? Faye schleppt eine Stachelratte auf ihren Schultern über die Versammlungsplatz Richtung Jägerlager und würde zu Gretchen und Garm schreiten, dass sie das Tier schleppt. Sieht das Tier auf den Tisch, dann grinst sie Gretchen kurz an und geht weiter, um die zwei nicht zu stören. Verstanden. Es wäre mir eine Ehre, von euch zu lernen und euch als zweiter Speer zu begleiten, falls die Idee mit der Speereinheit in Zukunft noch steht und ich zu einem richtiger Soldat bin. Das ist fast deutsch, okay? Vergib mir, Gretchen.
würde ich mich eurer Sperren halt auch gerne anschließen. Immerhin habe ich die Armbrust nicht ohne Grund gekauft. Ja, so Speer hätte ich übertrieben Bock, ehrlich gesagt. Matt ist einfach lost. Matt ist lost, aber ohne Scheiß, er ist eigentlich netter. Er ist eigentlich netter, wenn er mal die Klappe hält und sich mal ein bisschen entspannt, kann man mit ihm bestimmt mal ein Bier trinken. Natürlich ist er so nervig, dass ich ihn irgendwann einfach abschlachte und töte, aber man muss kein Psycho sein. Man muss nicht der namenlose Held sein. So, I don't know. Wenn man nicht so distanziert ist und mal ein bisschen mit ihm chillt, glaube ich gar nicht so bad. Du weißt nicht, wer Matt geplant hatte und. Oder habe ich das nicht geschickt? Ich bin mir nicht sicher. War stets bemüht. Leute, so ein Matt hätte ich gerne bei meiner D&D-Runde auch. Weil, guck mal, der Junge hatte übertrieben Bock, ja? Der hält einfach nicht die Fresse, man muss ihn ein bisschen stoppen. Aber zeigt auf jeden Fall Lust auf die ganze Sache. Auf die Interaktion. Wobei dann diese Scheiß-Dialoge kommen wie, weil wenn jemand ein bisschen länger mit euch rumlaufen lässt, dann sagt er sowas wie, oh ja, ich sag ein, dass du mein bester Freund bist und dann verprügelst du für mich die Banditen. So eine ausnutzende Scheiße geht natürlich gar nichts, ja. Ja, das ist gottlos. Aber sonst, Digga, du musst ihn nicht töten, nur umhauen. Ja, ich weiß, ich töte ihn aber gerne. Immerhin etwas. Solltest du immer noch daran Interesse haben als Speer, kannst du mir ja nochmal Bescheid geben. Sobald du Rekrut bist. Faye scheint ebenfalls Interesse zu haben und Valkia ja vielleicht auch. Die hat ja ohnehin auf alles Bock. Das wäre doch eine gute Truppe. Würde ich sagen. Meintest du, dieser Arbeitskollege, der eigentlich echt korrekt ist, aber mit dem man bis auf ein Bierchen nach der Arbeit echt nicht viel zu tun haben möchte? Ja, der labert halt einfach nur die ganze Zeit Scheiße, die dich nicht interessiert. Aber richtig leidenschaftlich. Und jetzt stellt euch vor, du teilst mit dem eine Leidenschaft. Ja, die Inquisition zieht sich gerade eine gute Gruppe auf. Ohne Scheiß, Mann. Bis jetzt alle in der Inquisition Ehre. Sobald ich eine gute Gelegenheit finde, sage ich dir Bescheid, wenn wir einen kleinen Testlauf machen werden. Dann werde ich dann überprüfen, ob du zumindest ein Grundverständnis für Spähen hast. Danke, das wäre. Das wäre. Eine Ehre habe ich schon gesagt, Digga. Das wäre gut. Danke, das wäre gut. Selbst wenn ich nicht genug Verständnis zeigen soll, so kann ich es von euch bestimmt lernen. Faye bringt eine zweite Stachelratte zum Jägerlager, nachdem sie eben 5 Minuten vorher schon da war. Sie hieft das Vieh auf den Tisch und wischt die Schweiß in ihren Ärmeln und der Stirn. Step Bro, I'm stuck! Oh nein! Ich glaube, sie muss jetzt sterben. Nein, doch nicht. Oh mein Gott. Ah ja, ich überlege mir momentan ohnehin den richtigen Lehrplan, wenn ich genug Interessenten gefunden habe. Blick dann wieder und reibt sich die Hände. Wunderbar, dann geht mir wieder. Scheiße.
Erlaubt. Geh mir jetzt erstmal zu Ruhe begeben, Digga. Ja, ich merke schon am Schreiben, Leute. Ich persönlich habe noch Bock, aber mein Körper nicht mehr. So, Bruder. Ja, aber lost. Griechisch hat so fehlen. Du kannst eigentlich direkt da am Ständer aufhängen und so. Da den Untergang. Mhm, mach ich. Die macht fehl. Ach nee, ich muss ja gar nicht Platz machen, ne? Das ist ja direkt dort. Sieh sie. Gibt es nochmal Rationen? Sicher, da macht guten Nachgang. Gute Nacht euch beiden. Ehre der Inquisition. Gut, Stamm gestalten. Und jetzt verpissen wir uns. Und das war's also auch erstmal für heute von Escalon Online. Vielen lieben Dank fürs Zugucken und Zuhören, liebe Leute. Und ja, gebt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, wie ihr das fandet. Dankeschön und macht's gut. Bye.